Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn ich sitze heute nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern virtuell sitzt mir die liebe Miriam gegenüber. Miriam Junge ist Psychologin wie ich, aber zusätzlich auch noch Psychotherapeutin und auch Coach, und du bist auch, glaube ich, Ambassador für Headspace, eine App, die ich auch immer viel empfehle. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir wollen über Sensibilität und auch über Liebeskummer sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Gibt es irgendwas, was wir noch über dich wissen sollten, bevor wir starten, was ich jetzt in dem kurzen, knackigen Intro nicht erwähnt habe? Nee, ich glaube jetzt nicht. Also es gibt natürlich viele Dinge, die immer mal für solche Gespräche spannend sind zu wissen, aber ich glaube, die werden sich im Gespräch schon ergeben. Ja, mega cool. Dann lass uns direkt starten. Wann ist man denn überhaupt als Mensch sensibel oder vielleicht sogar hochsensibel? Was heißt das eigentlich? Weil ich denke, viele sagen ja, ich bin emotional oder sensibel, aber wo ist da die Grenze? Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, vor allem in der Psychotherapie. Weil vor allem Menschen auch in die Psychotherapie kommen und ins Coaching, die sehr sensibel sind. Denn ja. Sensibilität hat eben sehr viel damit zu tun, dass man eine besondere Fähigkeit hat im Bereich Empfinden und Fühlen. Mhm. Und der Unterschied zu Hochsensibilität ist, bedeutet, Hochsensible haben noch viel, viel mehr offene Sinneskanäle sozusagen. Also eigentlich fehlt Hochsensiblen ein Filter, die weniger Sensible haben. Mhm. Und zwar kommen da alle Reize, die wir haben, ungefiltert ins Gehirn. Das heißt, Hochsensible hören mehr, sehen mehr Farben zum Beispiel, fühlen mehr, riechen mehr und schmecken auch mehr. Und das bedeutet letztendlich, dass das Leben laut, teilweise stinkend, manchmal sehr gut riechend, aber auf jeden Fall sehr, sehr intensiv ist und auf der anderen Seite natürlich für viel Ruhe gesorgt werden muss, wenn das einem bewusst ist. Denn sonst kommt das Gehirn nicht alleine auf die Idee, mal runterzufahren. Und dann kommt es schnell zur Überforderung. Ne? Und deswegen sehe ich solche Menschen häufig in meiner Praxis. Und ich glaube, deswegen bin ich auch unter anderem Psychologin und Psychotherapeutin geworden, weil ich, glaube ich, auch zu den so Hochsensiblen gehöre und den Vorteil habe, sehr, sehr viel wahrzunehmen. Mhm. Ohne dass viel gesprochen werden muss, weil Stimmungen im Raum schnell erkannt werden, weil, keine Ahnung, kleine Blicke, die vielleicht andere gar nicht so wahrnehmen, gleich ins Gehirn kommen und verarbeitet werden. Und das hat in meinem Job zum Beispiel Vorteile oder in jedem kommunikativen Job, aber hat natürlich auch Nachteile, weil es super anstrengend ist. Ja, ich kenne das. Also ich... Manchmal denke ich ja, ich bin hochsensibel, manchmal wieder nicht, aber ich habe das auf jeden Fall, dass so ultra viele Reize über alle Kanäle reinkommen und ich auch manchmal irgendwo sitze und so sage, hört ihr das Geräusch? Und dann so, nee, welches Geräusch? Und ich so, oh Gott, das ist so prägnant. Wie kann man das nicht hören? Ich kenne das auch und es ist auch einfach anstrengend, so ein bisschen wie bei so einem Baby oder so, was einfach so eine Reizüberflutung hat und dann mal wieder Ruhe braucht, ne? Damit sich das ausgleichen kann und das Gehirn einfach Pause hat. Genau. Und ein wichtiger Faktor dabei ist noch, um das auch abzugrenzen, Hochsensible haben ein extrem detailreiches Erinnerungsvermögen. Das heißt, die Sachen werden auch abgespeichert. Mhm. Und sind auch sehr schmerzempfindlich, rauschempfindlich, wo du gerade sagst, irgendwie so Hintergrundgeräusche und sowas sind für dich sehr, sehr empfänglich und haben so eine Art Perfektionismus, um diese ganzen Reize auch zu verarbeiten. Ne? Also sehr häufig sehr selbstkritisch, häufig sehr angepasst an Situationen. Das kommt häufig auch aus dem Grund, weil sich sensible und hochsensible Menschen häufig anders fühlen. Schon früh gemerkt haben, ich bin irgendwie anders. Aber das ist natürlich überhaupt nicht greifbar, denn wir wissen ja nicht, ob andere weniger oder mehr riechen, sehen, empfinden oder schmecken, sondern wir haben irgendwie wie das Gefühl, so, wieso hören die Leute das denn nicht? Ich höre das, ich bin nicht mehr verrückt. Und damit fühlst du dich anders, was natürlich einen großen Einfluss auf deine Psyche hat. Dich anders und damit isoliert zu fühlen und nicht verstanden zu fühlen und dich damit häufig sehr angepasst macht und eben auch nicht so belastbar in manchen Situationen, weil wir einfach mehr verarbeiten müssen. Ja, das wollte ich mich auch fragen. Wie ist das denn überhaupt abzugrenzen? Also kann man wirklich klassifizieren, das ist ein hochsensibler Mensch, das ein sensibler und das ein
ich will jetzt nicht sagen normaler, sondern nicht so sensibler. Gibt es irgendwelche Kriterien, nach denen man das wirklich klar abgrenzen kann? Oder ist es auch sehr viel Selbsteinschätzung, bei der du als Therapeutin auch erstmal irgendwie auf den Zahn fühlen musst, okay, ist das von außen auch so wahrzunehmen? Ja, also es gibt so Triggersachen, ne, wo man, also man merkt natürlich im Gegenüber sehr schnell, ist da jemand empathisch oder nicht? Achtet auch jemand zum Beispiel im Coaching darauf, wie es mir geht oder so? Ne, das ist dann so eine, also ist ja überhaupt nicht angemessen beim Coaching, ne? Da geht es wirklich eigentlich nur um den Klienten. Ja. Aber sensible Menschen nehmen wahr, ne? Nehmen wahr irgendwie, dass ich vielleicht auch mal müde bin oder dass irgendwas ist. Und das ist dann so ein erstes Indiz auf jeden Fall. Und dann kommt im Gespräch sehr schnell auch raus, wenn besondere Wahrnehmung im Hören oder eben im Fühlen oder im Riechen oder Misophonie. Ja. Kennst du das? Ja. Eben, ne? Dieses, es werden Aggressionen ausgelöst durch fremde Geräusche, wie wenn jemand in der Bahn einen Apfel isst oder wenn jemand Chips isst oder sowas. Ne? Und das ist, dafür kann man nichts, sondern das ist eine Überlagerung von Reizen, die Aggressionen auslösen. Aber das sind alles Hinweise darauf, dass jemand hochsensibel ist. Es gibt bisher, soweit ich weiß, keine wirklich wissenschaftlich erwiesenen Tests darüber. Ja. Es gibt eben nur Andeutungen darüber, dass es dazugehört, aber es wird gerade sehr, sehr viel an dem Thema rumgeforscht. Ja. Was also sehr, sehr gut ist. Ja. Genau. Was ich glaube, so ein wissenschaftlich fundierter Fragebogen, der einfach eine Klassifizierung ermöglicht, wie es bei anderen Belastungen auch ist, macht es, glaube ich, dann für viele leichter, weil sie sehen, okay, ich kann mich da irgendwie einsortieren in diese Kategorie und dann ist es vielleicht auch dabei leichter, damit umzugehen. Ganz genau. Aber ich finde, das ist da auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel im Vergleich zu Hochbegabung. Ne? Hochbegabung war vor vielen Jahren oder vor gar nicht so vielen Jahren auch eher was ganz, ganz Komisches. Ne? Und die Leute wurden abgestempelt als totale Nerds, nicht sozial kompetent. Ich finde, Hochsensibilität hat auch was mit einer Hochbegabung zu tun. Mhm. Ne? Denn diese Filterstörung im Grunde, ne? dass sehr sensible Menschen eben ein Filter fehlt, ist bei Hochbegabung auch nicht ganz anders, ne? Sondern das ist ein ähnliches Konzept sozusagen. Und das wurde in den letzten Jahren eben viel, viel erforscht. Und jetzt bedeutet Hochbegabung, jeder möchte irgendwie, dass sein Kind hochbegabt ist und versteht aber nicht, dass das auch ganz, ganz viele Nachteile hat für das Kind. Und ich glaube, lass da mal 4, 5 Jahre vergehen und dann ist Hochsensibilität ähnlich klassifiziert wie Hochbegabung. Und wir wissen viel mehr und können es in bestimmten Situationen auch sehr, sehr gut nutzen. Ja. Woher kommt es denn, dass manche Menschen diese Filter haben und andere eben nicht und dadurch hochsensibel werden? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht, habe ich mir schon. Es kann, also man weiß es nicht genau. Das kann eine Vererbung sein, es kann eine frühe Prägung sein, es kann einfach, es kann Temperament sein. Kinder kommen mehr oder weniger sensitiv auf die Welt. Ne, gibt Menschen, die oder Eltern, die sehr sensible Kinder haben, die geräuschempfindlich sind und mehr Ruhe brauchen. Und es gibt die kleinen Rabauken, denen das alles völlig egal ist. Aber hat letztendlich eben auch was mit Belastung zu tun. Ne? Also wenn Kinder und Jugendliche früh mit viel Stress konfrontiert werden und dazu sensibel sind, ist die Verarbeitung natürlich noch schwieriger und dann bedeutet das letztendlich, so früh wie möglich am besten einen Umgang damit zu erlernen oder früh an Depressionen zu stoßen oder Angststörungen oder so einen sozialen Rückzug oder das Gefühl, ich komme irgendwie nur klar, wenn ich sehr viel Rückzugsraum für mich habe, was auch wieder nicht so sozial kompetent erscheint in unserer Gesellschaft, aber völlig normal ist. Also es ist nicht klar, wo es herkommt, aber es ist wichtig, dass wir viel darüber sprechen, damit der Umgang damit klarer wird. Ja, wie bei so vielen, ne? Dass die Präsenz einfach Normalität schafft. Genau. Es hört sich so, wenn du darüber so ein bisschen sprichst und sagst, ja, das ist dann vielleicht nicht sozial kompatibel, wenn Leute sich zurückziehen oder man nimmt so viel wahr oder es können Aggressionen entstehen, hört sich das so negativ an. Du hast aber auch schon zu Beginn gesagt, dass es auch eine ganz besondere Gabe ist. Was sind denn die positiven Seiten daran, hochsensibel oder eben sensibel zu sein? Die positiven Seiten sind vor allem diese sehr, sehr starke Empathiefähigkeit. Also, dass wir das Gefühl haben, Dinge zu sehen oder zu merken, die tatsächlich im Raum sind. Und diese Fähigkeit haben Menschen, die nicht so sensibel sind, eben nicht. Das heißt, wir sehen diese Elefanten im Raum und können sie ansprechen, weil sie ganz deutlich sichtbar sind. Und unsensible Menschen rennen drüber hinweg oder sehen es nicht und dann droht der Konflikt einfach später zu eskalieren. Das heißt, diese Fähigkeit,
Situationen zu empfinden, sehr sozial kompetent zu sein, Menschen auffangen zu können, ein ganz tiefes Verständnis haben zu können für Menschen, die vielleicht leiden oder für Menschen, die sich irgendwie unwohl fühlen. Und das ist natürlich ein sehr gesellschaftlich bindender Vorteil letztendlich, ja. Den wir gerade, also durch Corona und durch diese ganze negative Entwicklung, dass es irgendwie sehr rau wird und jeder mit sich beschäftigt ist und die Welt immer schneller wird, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, der immer mehr Gewicht bringt, weil es wahnsinnig wichtig ist, diese Situation anzusprechen und die Welt so ein bisschen sensibler zu machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also noch ein wichtiger Grund, warum wir mehr über Sensibilität sprechen sollten. Genau. Du hast schon gesagt, vorhin einmal kurz, dass man früher eventuell auf eine Depression stößt. Also ist man durch eine Sensibilität auch anfälliger für Erkrankungen oder generell verletzlicher? Und wenn ja, was kann ich denn tun, um mich zu schützen, wenn ich merke, ich bin sehr sensibel? Genau, also das Gehirn schaltet nicht von alleine runter. Wir sensible Menschen neigen dazu, auch sehr an ihre Grenzen zu gehen und zum Beispiel dann in Situationen, wo es sehr laut ist, auf Partys, auf denen so Smalltalk gewollt ist und sensible Menschen sind nicht so die besten Smalltalker. Mhm. Und da frühzeitig zu merken, oh, das wird gerade irgendwie schwierig für mich, ist wahnsinnig wichtig, denn wenn wir das nicht tun, entwickeln wir soziale Ängste bis hin zu Panikstörungen, Angststörungen, Depressionen, weil unser Gehirn einfach überbelastet ist und wir merken, wir müssen uns zurückziehen, diese soziale Isolierung. Also durch diese Überforderung des Gehirns und eine fehlende Abgrenzungsfähigkeit zu sagen, so nein, das ist mir zu viel, auch wenn ich jetzt erklären muss, dass ich hochsensibel bin und die Leute sagen so, oh komm, stell dich nicht so an, dieses auf sein Bedürfnis hören und sagen so, das ist mir gerade zu viel, ich muss auf mich achten, ich brauche mal, keine Ahnung, 2 Stunden für mich oder ich brauche das Wochenende für mich oder ich brauche die Natur, ist ein ganz wichtiger Faktor, der unbedingt mit eingebaut werden muss. Mhm. Dazu ist eben dieses Thema Fokus. Also Sensible können sich auch sehr, sehr gut fokussieren in bestimmten Situationen. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Großraumbüro sitzt, und merkst, es wird mir gerade zu viel, ist das ein sehr, sehr wichtiger und gesunder Punkt zu sagen, so ich brauche so ein Noise-Canceling-Kopfhörer, weil ich fokussiert sehr, sehr gut arbeiten kann, aber mich andere Geräusche drumherum ansonsten wahnsinnig machen. Ja. Also das ist so ein Selbstfürsorge-Thema. Ein anderes ist, wie du gut damit umgehen kannst, das Thema Achtsamkeit und Meditation. Ja. Also wenn du achtsam bist und merkst, du fokussierst dich auf ein Glas Wasser trinken und nur dieses Glas Wasser trinken und dich auf deine Atmung zu konzentrieren, gibst du deinem Gehirn in dem Moment die Chance, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren und den Rest auszuschalten. Das bedeutet, es kommt zur Ruhe. Mhm. Und das sind solche Dinge, wenn du die täglich einbaust, ne, und lass es 5-mal am Tag dich ans Fenster stellen und 5-mal tief durchatmen, ist das Achtsamkeit. Weil Achtsamkeit ja im Endeffekt eigentlich nur bedeutet, bewusst das zu tun, was du gerade im Hier und Jetzt tust. Ja. Und es muss nicht eine halbe Stunde Meditation sein und da irgendwie an nichts zu denken, das ist utopisch, sondern wirklich diese ganz kleinen Dinge zu versuchen, wenn du isst, zu essen, wenn du einen Song hörst, einen Song zu hören und eben da auch im Großraumbüro zu sagen, so das ist mir zu viel und vielleicht zu fragen, ob Homeoffice möglich ist oder dir wirklich alle 2 Stunden 5 Minuten Spaziergang zu erlauben, indem du nur Zeit für dich hast. Also dieses regelmäßige Runterfahren ist tatsächlich die beste Prophylaxe. Ja, mega gut. Du hast gerade schon so kleine Gewohnheiten wie zum Beispiel die Achtsamkeit im Laufe des Tages angesprochen. Darum geht ja, glaube ich, auch dein neues Buch. Da können wir gleich auch gerne nochmal drüber sprechen. Wollte ich ganz kurz auffangen, weil es voll der gute Punkt ist, um das einzuleiten, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Aber zuerst nochmal auf die andere Perspektive. Jetzt weiß ich, wenn ich mich hier gerade wiedererkenne und ein sensibler Mensch bin, was ich tun kann, um mich zu schützen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade diesen Podcast höre und genau das denke, wie, hey, warum stellen die Leute sich so an oder vielleicht auch merke, oh krass, ich kann das gar nicht nachempfinden, ich bin gar nicht so sensibel. Wie gehe ich denn als nicht so sensibler Mensch, der halt einfach diese natürlich eingebauten Filter hat auf seinen Sinn, mit besonders sensiblen Personen um? Was ist denn das Beste, was ich tun kann? Das Beste, was du tun kannst, ist Sensibilität lernen. Das heißt, in dem Fall einen Schritt zurückzutreten und das Ganze neugierig, ohne es zu bewerten, aufnehmen
und Fragen stellen, zu sagen, so, was brauchst du denn? Was sind denn so deine Signale? Gibt es denn Momente, also ne, Menschen, mit denen wir zu tun haben, vielleicht auch einfach jetzt mal durch die Welt zu gehen und zu beobachten, welche Menschen sensibel sein könnten und was die guten Sachen dabei sind. Denn wir können ja auch Feinfühligkeit üben. Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, du bist in bestimmten Situationen so ein Haudegen oder so ein bisschen unsensibel, ist es ja schon der erste Schritt zur Sensibilität, weil du es wahrnimmst. Und ja, weil du den Wunsch hast, das offensichtlich zu verändern, weil in dem Fall dieses achtsame Aufnehmen eine sehr sozial kompetente Verhaltensweise im Leben ist. Das heißt, dich zurücknehmen und das interessiert wahrnehmen und überlegen, ob das was ist, was dir nicht auch gut täte. Mhm. Das ist, glaube ich, der beste Schritt. Ansonsten ist es ganz wichtig, das einfach nicht zu judgen und in dem Fall nicht Menschen für komisch zu empfinden oder auch zu beschreiben, denn das ist übergriffig. Und die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und zu akzeptieren, ist das A und O in einer gesunden Gesellschaft. Ja, auch von beiden Seiten, denke ich, ne? Dass ich als sensible Person nachvollziehen kann, okay, die Person hört diese Geräusche vielleicht nicht oder nimmt diese ganzen Reize nicht wahr, für die ist es einfacher, mit der Situation umzugehen und auf der anderen Seite halt auch zu sehen, ah, alles klar, ich habe hier eine Person vor mir, die braucht zwischendurch mal mehr Ruhe. Genau, und es ist gerade auch für Sensible sehr erleichternd zu wissen, dass es da was gibt, was das Kind beim Namen nennt. Denn ob du jetzt hochsensibel bist oder sensibel oder irgendwas dazwischen, das ist eigentlich egal. Wenn du merkst, da ist ein Bedürfnis nach Rückzug, nach Ruhe und irgendwie bekommst du nach einer halben Stunde Kopfschmerzen, wenn es zu laut ist oder wenn zu viele Leute reden oder einfach zu viele Reize sind, wenn es zu hell ist. Es ist völlig egal, was es letztendlich ist, also welcher Grad an Sensibilität, dann ist es wichtig, dass du das wahrnimmst und danach handelst und dir Rückzug gönnst, weil es darum geht, das Gehirn nicht auf Dauer überzustrapazieren, weil die Rechnung kriegen wir dann später auf jeden Fall. Ja, super wichtig. Ich glaube, es ist auch nochmal schön zu hören, ich darf das kommunizieren. Und wenn wir das gut kommunizieren, glaube ich, kreieren wir ja auch Verständnis und können vielleicht beim nächsten Mal leichter uns aus bestimmten Situationen verabschieden oder zurückziehen, weil wir auch geübt haben, wie wir das Ganze kommunizieren können. Ne? Genau. Und wenn man da auch mit so Ich-Botschaften kommuniziert, zu sagen, so, ne, mir ist das gerade hier zu viel, nimm mir das nicht übel, ich brauche so ein bisschen Ruhe. Also wer da anfängt zu kritisieren, zu sagen, so, oh Mann, du Spielverderber, schwierig. Also das ist, dann sollte man sich überlegen, auch wenn man dann hört. Ob das dann der richtige Kontakt für einen ist, könnte man sich dann auch noch mal. Jetzt ist es ja so, das ist tatsächlich ein Thema, was mir viel in meinem Umfeld begegnet und auch ganz, ganz viele Fragen in meiner Hörer- und Zuschauerschaft bringt, und zwar das Thema Liebeskummer. Ist es so, und das ist nämlich meine These, die ich aufstelle, dass wenn ich sensibler bin, dass ich schneller Liebeskummer habe, beziehungsweise schneller mehr Gedanken mir um zum Beispiel eine kurze Datingphase mache, schneller mir Gedanken mache um, wie gehe ich jetzt gerade mit der Situation um, auch wenn es gerade frisch anfängt, etc. Würdest du sagen, dass das so ist? Ja, und, also ich mache schon die Erfahrung, dass das auch so ist, dass ne, diese Fähigkeit, wahnsinnig viel zu empfinden, bedeutet auch immer nicht nur die positiven Dinge zu empfinden, sondern eben auch die negativen Dinge. Also wir sind in der Lage, also sensible Menschen sind in der Lage, sehr zu schwingen zwischen Höhen und Tiefen und haben nicht so eine kleine, fast Nulllinie wie unsensible Menschen. Aber die fühlen halt auch nicht diese Glücksmomente, die Menschen fühlen, die eben sehr schwingen. Mhm. Und genau das Thema bei zum Beispiel Liebeskummer, was ja einfach auch ein hormonelles Thema ist, ne? Das ist also die Ausschüttung von Dopamin fehlt dann plötzlich, die beim Verlieben kam, und Dopamin ist ein Glückshormon, und wenn wir Liebeskummer haben, ist es wie so ein kleiner Drogenentzug, weil dieses Dopamin entzogen wird und der Körper darauf reagiert. Und ne, dieses sich traurig fühlen, aber auch dieser körperliche Schmerz, den man durchaus auch bei Liebeskummer haben kann, ne, oder Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen, Konzentrationsstörungen, eigentlich so diesen harten Herzschmerz, der in starken Fällen auch bis zu einer Depression gehen kann, ist bei sensiblen Menschen wahrscheinlicher, dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Und das ist immer so blöd aufzurufen.
lebt man lieber in einer Welt von Menschen, die fühlen, eben dafür auch weniger Positives, oder nimmt man die ganzen Wellen des Lebens mit? Da gibt es irgendwie kein Pro und Contra, sondern das müssen wir so nehmen, wie es ist. Ja, das ist einfach und so, wie wir auf die Welt gekommen sind, müssen wir unseren Weg finden, damit umzugehen, ja. Ganz genau, aber das Allerwichtigste bei Liebeskummer ist, es wird vorbeigehen. Und das muss man sich immer wieder sagen, es wird vorbeigehen, denn es gibt Phasen im Kummer, im Loslassen und eben, dass eben sehr, die sehr gut auch auf Liebeskummer anzuwenden sind. Und diese zum Beispiel erste Phase, dieses nicht wahrhaben wollen und dieses sich isoliert fühlen. Sensible Menschen fühlen sich dann tatsächlich richtig zurückgesetzt, alleingelassen. Und das eben ein bisschen mehr als die Menschen, die so sehr leichtfertig durchs Leben laufen. Und die zweite Phase von, eigentlich will ich nochmal zurück, ich verhandle, streite nochmal um diese Beziehung, will nochmal Gespräche haben, dann so aufbrechende Gefühle. Und dann kommt in der dritten Phase erst so diese starke Trauer. Mhm. Dann sind wir schon fast durch. Okay. Weil dann kommt irgendwann die Wut, und Wut bedeutet, sich davon zu distanzieren und zu lösen. Wut schafft immer Distanz. Ja. Und dann kommt die Akzeptanz. Und voll dann wird es ruhiger. Und ne, es kann aber sein, diese Phasen, die sind manchmal nicht so direkt ineinander angereiht, sondern es kann sein, dass man von der Trauer auch nochmal in das nicht wahrhaben wollen rutscht. Aber wenn so die Wutphase da ist, ist man wirklich schon gut distanziert und kann sich eigentlich sicher sein, dass es bald vorbei ist. Aber kannst du die vier Phasen noch einmal kurz zusammenfassen? Ja, also die erste Phase ist die Leugnungsphase, nicht wahrhaben wollen, und Isolierung, also sich zurückziehen, so sehr mit sich beschäftigt sein, ich will eigentlich nicht rausgehen, ne? Dieses depressive Verhalten. Die zweite ist nochmal so ein Aufbäumen, verhandeln und so aufbrechende Gefühle wie Chaos im Kopf, also das ist sehr viel Energie da drin, und aber ich also auch nochmal so alte Liebesgefühle und so viel Sehnsucht, und dann kommt die Vorphase, die so die mittlere Phase ist, die ruhig ist, in der man niedergeschlagen ist, häufig auch körperliche Symptome hat, häufig auch so Bauchschmerzen und so Bedrücktheit, und dann kommt, wenn es direkt hintereinander läuft, die Wutphase, die bedeutet, dass es wirklich schon bergauf geht. Und dann kommt die Akzeptanz, zu sagen, so, okay, das hatte irgendwie dann doch alles sein Gutes und es ist, wie es ist. Und mit der Akzeptanzphase kommt die Hoffnung und die Normalität. Und wieder die Lebensenergie zurück und die Hoffnung vor allem. Ich glaube, Hoffnung ist so der wichtigste Faktor da drin. Ja, ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute wichtig, mal zu wissen, okay, das teilt sich in Phasen auf und es geht auch wieder vorbei, weil dann kann man sich ja echt so ein bisschen daran langhangeln und zu so schauen, okay, wo stecke ich gerade? Ah, ich bin schon einen Schritt weitergekommen, perfekt. Ja. Und man muss einfach wirklich durch. Ne? Das ist, es ist auch solche, also gerade in bestimmten Phasen besonders viel Alkohol zu trinken oder das zu ersticken, bedeutet, diese Phase wird verlängert. Ne, denn diese Gefühle müssen raus. Und wenn wir da nicht drüber sprechen oder nicht wirklich fühlen und nicht wirklich traurig sind und wenn möglich wirklich auch viel aufschreiben, also das, was im Kopf ist, rausbringen, je mehr man sich damit beschäftigt, umso schneller gehen die Phasen vorbei. Aber es ist auch wichtig, Freunde mit reinzunehmen, um nicht nur in diesen Phasen zu sein, denn dann kann es wirklich in eine Depression rutschen. Also dieser gesunde Menschenverstand, der sagt so, okay, weißt du, ich trinke jetzt heute Abend 2 Gläschen Wein, weil ich muss auch einfach mal meinen Kopf ausschalten. Das ist super gesund. Aber wenn es dann zum 5. Wein kommt, dann wird es ein bisschen viel, weil dann ist es morgen definitiv schlimmer. Ja, okay. Und so, also das Schöne ist ja auch, wir alle haben Liebeskummer, und nach dem 3. Liebeskummer weißt du auch irgendwie schon, was passiert, und weißt auch, dass es vorbeigeht. Aber es gehört zum Leben dazu, und die meisten Menschen kennen es. Und es ist wichtig, sich da zu öffnen, drüber zu reden, und aber auch Leuten zuzuhören, wenn man merkt, das rutscht wirklich in eine Depression, das geht jetzt mit, das, also da bewegt sich nichts mehr, das stagniert. Mhm. Ich komme aus der Trauerphase nicht raus. Dann ist es wirklich sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen. Ja. Weil dann geht es in Richtung Depression. Ja, aber wichtig auch nochmal zu sehen, das ist einfach was raus muss, ist halt ein Trauer- und Loslöseprozess. Und da müssen halt einfach Emotionen raus, damit das auch, ich sag mal, ordentlich nach Lehrbuch verarbeitet wird und dann auch wie so im Gehirn abgelegt werden kann. Genau. Und dass es nicht dauernd auf Wiedervorlage liegt, ne? Ja, ganz genau. Sonst sind wir nämlich auch nicht in der Lage, uns neu zu öffnen für neue Partnerschaften. Also es ist wirklich wichtig, da durchzugehen und
zu fühlen. Und das ist auch eben der Vorteil von sensiblen Menschen, die tun das. Und die springen nicht von einer Beziehung in die nächste und betäuben sich, sondern die gehen da durch. Und das hat auch so einen kleinen Vorteil, auch wenn es schmerzhaft ist. Schmerz gehört zum Leben dazu und ist super wichtig, weil wir ständig mit Loslassen konfrontiert werden. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass das zum Leben dazu gehört und ständig dagegen kämpfen, wird es irgendwann knallen, weil das ist einfach ein Thema, das ist wichtig. Das ist wie die Pubertät. Wenn wir die Pubertät verschieben, kommt die später. Und das wird nicht schöner. Nee, es wird einfach nicht besser. Das stimmt. Das Thema mit dem Dopamin, dass wir halt wirklich wie auf so einem Entzug sind, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir tatsächlich Liebeskummer auch empfinden, wenn wir uns selber dafür entscheiden. Ne? Also, dass wenn jemand sagt, ich möchte das nicht mehr, das tut mir nicht gut, dann trotzdem darunter leidet, obwohl es die eigene Entscheidung war. Liegt wahrscheinlich an dem Dopamin, was dann fehlt. Ne? Genau, du musst ja so oder so loslassen. Ja. Also die Menschen, die sich getrennt haben oder sich dazu entschieden haben, haben häufig vorher schon in der Beziehung diese Prozesse durchlaufen. Mhm. Also dieses am Anfang nicht wahrhaben wollen. Also rückblickend, wenn dann die Beziehung vorbei ist, kann man das auch nochmal sehen, zu sagen, so, ach guck mal, da war ich schon an dem Punkt, an dem ich mich eigentlich trennen wollte und dann habe ich doch wieder weggeguckt. Also ich wollte es nicht sehen. Ja. Und eine Trauer in der Beziehung zu merken, oh Gott, ich bin irgendwie traurig, weil ich ahne, da kommt was, weil ich eigentlich schon in der Trennungsphase stecke, obwohl ich mich noch nicht getrennt habe. Das heißt, wir haben einfach da schon bewusst Dopamin eingespart sozusagen oder es ist nicht ausgeschüttet worden, weil wir diese Liebesgefühle einfach auch nicht mehr hatten. Mhm. Und dann kommt es nicht zu so einem ganz großen Knall, wie bei den Menschen, die aus heiterem Himmel verlassen wurden zum Beispiel. Aber diese Prozesse durchlaufen alle, eben nur in anderen Rhythmen und in anderen Zeitabschnitten. Ja. Was kann ich denn dagegen tun, wenn ich jetzt gerade zuhöre und feststelle, ah ja, okay, ich gehöre auf jeden Fall in die Kategorie, die vielleicht auch schnell Liebeskummer empfindet, denn das ist das, was ich auch häufig als Frage gestellt bekomme, dass Menschen über die Dating-Apps, die es halt gerade so alle gibt, irgendwie dann sich mit einer Person ein paar Mal treffen, ist auch ganz schön irgendwie. Dann stellt aber die eine Seite irgendwie fest, gut, ich bin vielleicht nur verliebt in eine Vorstellung, was das aus uns werden könnte, was es aber eigentlich nicht werden kann. Und dann kommen diese Menschen schnell in so ein Gedankenkarussell, in so ein Liebeskummer-Gedankenkarussell rein. Und was würdest du denn diesen Menschen raten, die da schnell reinkommen? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade so im Online-Dating, sich regelmäßig Tinder oder was auch immer Pausen einzubauen. Mhm. Denn auch diese kleinen Trennungen oder diese kleinen Abschiede oder diese kleinen Enttäuschungen, so das war jetzt doch nicht der oder die Richtige, auch das bedeutet loslassen. Auch das bedeutet eigentlich eine Reflexion machen zu dürfen, so was will ich denn eigentlich und ist dieses Schnelllebige das Richtige für mich und was brauche ich eigentlich und was erwarte ich eigentlich von dreimal jemanden sehen, ne? Dieses sich reinstürzen, also was ist mein Wunsch an eine Person oder an einen zukünftigen Partner und was sind meine Erwartungen und wie realistisch und wie gesund sind die vor allem. Also dieses Reinprojizieren in der Nächste muss jetzt der sein für keine Ahnung was, das ist sowas von nicht achtsam und würde dich definitiv so fern von deinen aktuellen Bedürfnissen bringen, denn dieses ruhige Kennenlernen und Druck rausnehmen und im Gegensatz dazu vertrauen und zu sagen, so, ich begebe mich irgendwie auf diesen Weg der Suche, aber ich mache die Augen auf und gucke immer mal wieder auf mich, was ich brauche, ob es mir nicht eigentlich zu viel ist, ob ich nicht zu doll auf der Suche bin. Denn ich glaube, wenn wir da nicht bei unserem Gefühl sind, lassen wir uns auf die falschen Menschen ein, haben sozusagen die falschen Motive, um in eine Beziehung zu kommen, vielleicht sogar Abhängigkeit, vielleicht, wer bin ich denn eigentlich ohne einen Partner oder vielleicht sogar so eine Ersatzhandlung, ne? Nur wenn man nicht alleine sein möchte, sich in eine Partnerschaft zu begeben, bedeutet, dass da wirklich in der Partnerschaft Schwierigkeiten kommen werden, weil das eine Abhängigkeit bedeutet. Und sich da eher mit sich zu beschäftigen und jedes Date für sich auch nochmal zu reflektieren und genau zu gucken, wie habe ich mich denn da gefühlt oder was war denn mein Bedürfnis und ist das was ich für meinen zukünftigen Partner, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Also dieses Wahrnehmen und in sich reinfühlen, was man Positives und Negatives rausziehen kann, weil dann können wir lernen und dann können wir mit dem nächsten Date für uns besser kalkulieren,
in welchem Maß es für uns wohltuend ist oder nicht. Ja. Du hast auch gerade einmal kurz diese kleinen Enttäuschungen angesprochen, was ich total wichtig finde, dass dann irgendwie gerade so bei diesen Dating-Apps dann antwortet jemand nicht mehr oder dann ist das Treffen doch nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Wie können wir denn generell lernen, besser mit Enttäuschung umzugehen? Also sei das jetzt in dem Bereich Partnerschaft oder auch in allen anderen Bereichen. Also dieses Enttäuschungsthema ist, dass je höher unsere Erwartungen sind und je mehr wir in eine andere Person reinprojizieren, umso abhängiger sind wir von den Entscheidungen anderer. Und umso enttäuschter sind wir, wenn die Entscheidung gegen uns ausfällt oder anders ausfällt, als wir uns das wünschen. Und je mehr wir es schaffen, bei uns zu bleiben und Dinge auch einzuordnen, wie zum Beispiel, es gibt 1 Million Gründe, warum sich die Person X jetzt nicht mehr meldet. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es der Punkt ist, weil du der schlimmste Mensch der Welt bist oder nicht attraktiv oder einfach nicht wert. Es einfach nicht wert bist, dass man sich bei dir meldet. Das stimmt eben nicht. Ne? Und wir haben da eine Verfügbarkeitsheuristik. Ne? Das bedeutet Gedanken, die wir schon ganz oft gedacht haben. Ich bin nicht wertvoll genug. Das ist kein Gedanke, der kommt aus dem Gestern. Das ist ein Gedanke, der kommt aus der Kindheit. Mhm. Und da ist es wichtig, nochmal reinzugehen und sich wirklich die 1000 anderen Gründe aufzuschreiben und vielleicht auch nochmal Freunde mit reinzunehmen und zu fragen, so, welche Gründe könnte es jetzt geben, warum die Person nicht mehr antwortet. Es gibt 1 Million Gründe und es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass es der Grund ist, dass du es nicht wert bist. Ja. Oder dass du schlecht bist oder dass du, keine Ahnung, vielleicht hat sie keine Zeit, vielleicht hat sie einfach andere Themen, vielleicht ist sie unzuverlässig, vielleicht hat sie was anderes im Kopf. Vielleicht ist die Oma gestorben. Ja. Weiß ja alles nicht, ja. Ja. Und im Grunde ist es egal, denn wenn du Vertrauen mit reinbringst und sagst, okay, interessant, doof gelaufen, aber ich lasse mich da jetzt von nicht unterkriegen und du nimmst mir nicht mein Vertrauen, nur weil du dich nicht mehr meldest, damit ist man schon in der Wutphase. Ja. Voll gut. Und sagst jetzt, okay, nee, also so geht man mit mir nicht um. Und dann machst du mal 3-4 Wochen Pause, Tinderpause, und dann hast du dich auch wieder aufgerappelt und hast auch wieder ein paar Sachen gemacht, die deinen Selbstwert stärken, und dann kannst du mal gucken, in welchen Teichen du weiter fischst. In welcher Liebes-App du weiter fischst, nach dem Froschkönig. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, Sensibilität, aber auch die Kombination mit ich suche nach der Partnerschaft und werde da hier und da auch mal enttäuscht, hat ja alles ganz, ganz viel mit unseren eigenen Emotionen zu tun und auch den Bedürfnissen, die dahinter stecken. Hast du einen ganz allgemeinen Tipp für einen besseren bzw. gesünderen Umgang mit den eigenen Emotionen, sodass wir vielleicht besser ins Gleichgewicht mit uns kommen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein ganz großes, wichtiges Schlagwort ist Nachsichtigkeit mit uns selber. Also wir sind manchmal oder meistens so hart und so streng mit uns. Und da ist eine kleine Übung. Wenn du mit einem kleinen Kind, einem kleinen Mädchen oder einem kleinen Jungen sprechen würdest, wie würdest du dieses Kind abholen, wenn es traurig ist oder enttäuscht ist oder entmutigt oder sich verletzt hat oder einfach sich einsam fühlt oder nicht verstanden fühlt? Und versuch mal so mit dir zu reden, wie du mit diesem kleinen Kind reden würdest. Das heißt, viel nachsichtiger, viel liebevoller, viel umsichtiger und viel schonender. Ne? Dieses, okay, komm, dann gehen wir jetzt ein Eis essen. Oder, ach, weißt du was, ich gönne mir heute Abend dann eben Netflix und was weiß ich was mir eben gut tut. Und durch diese Härte, die wir häufig an uns haben und diese Strenge und dieses, naja, ich stelle mich jetzt an und jetzt schon wieder diese nervigen Gefühle, das ist häufig nicht so sinnvoll, denn all diese Gefühle haben erstmal eine Berechtigung. Ja. Und vor allem Trauer oder Enttäuschung sind häufig getriggerte Anteile aus unserer Kindheit. Und dieses innere Kind sehen, ne, und dieses Wahrnehmen und sich darauf einlassen und ich fühle wirklich so auf Augenhöhe begeben und sagen so, ach Mann, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Komm, wir gucken mal, was wir uns Gutes tun können. Das ist was dich langfristig sehr, sehr gut mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Gefühlen umgehen lässt und dich selbst umsorgt. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg zum Älterwerden. Sehr schön.
Finde ich sehr, sehr wertvoll, den Tipp. Ich habe das, gebe das häufig an meine Kunden weiter, indem ich sage, sprich doch mal mit dir so, wie du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen würdest. Aber ich finde es mit dem kleinen Kind noch viel besser, weil da ist man ja noch liebevoller und noch rücksichtsvoller, weil man irgendwie so denkt, okay, es ist so ein kleines, verletzliches Wesen. Da passe ich ganz genau auf. Deshalb finde ich das noch schöner. Und es spricht auch so ein bisschen das innere Kind an, ne, was wir ja alle in uns haben. Und das ist einfach, das übersehen wir so oft und sind damit häufig so rüpelhaft und unsensibel, weil wir Erwartungen an uns haben, die total überhöht sind und streng und nicht nachsichtig. Das stimmt. Mega cool. Dann lass uns doch nochmal auf dein neues Buch zurückkommen, was wir eben schon kurz angesprochen haben. Du hast nämlich erzählt, dass man so kleine Achtsamkeitsroutinen in seinen Alltag einbauen kann. Mhm. Und in deinem neuen Buch, wenn mich nicht alles täuscht, geht es doch um diese kleinen Micro-Habits. Möchtest du uns darüber noch kurz was erzählen und was uns das vielleicht bringt in unserem Alltag? Also in meinem Buch, das heißt kleine Schritte mit großer Wirkung, geht es einfach um Wahrnehmen von Dingen im Hier und Jetzt und wie du mit kleinen Schritten und wenigem Aufwand zu sehr viel mehr Zufriedenheit in deinem Leben kommst, indem du Schritte zurückgehst und verstehst, welche Glaubenssätze dich leiten, verstehst, in welcher Art du Strenge an dich legst, in welcher Art du mit dir selbst umgehst, und leitet dich eigentlich mit einem Programm, mit viel Übungen, mit vielen kleinen Tipps und kleinen Abholern sozusagen aus deinem Alltag dazu an, achtsam, nachsichtig, liebevoll mit dir umzugehen, um dann auch liebevoll mit deinem Gegenüber umzugehen. Und der große Ansatzpunkt sind diese Micro-Habits, die bedeuten, diese kleinste Verhaltensweise, die du jetzt ändern kannst, im Hier und Jetzt zu erkennen, um zu einem nächsthöheren Ziel zu kommen. Das bedeutet, jetzt mal so ganz simpel gesagt, wenn du mehr Sport machen willst oder dich gesünder ernähren möchtest, in deinen Einkaufswagen keine Gummibärchen und Chips zu legen, sondern im Hier und Jetzt zu erkennen, ich möchte mich gesünder ernähren, deswegen lege ich da jetzt Nüsse rein. Oder wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu machen, geht es nicht darum, ich nehme mir jetzt vor, dreimal in der Woche laufen zu gehen, das würde nie funktionieren, sondern ich nehme mir vor, mir jetzt meine Sportsachen rauszulegen und mich vielleicht nachher mit einer Freundin zu verabreden, damit ich morgen laufen gehe. Also was kann ich jetzt tun? Und wenn ich merke, mir tut der Rücken weh oder ich habe eigentlich Durst und eigentlich bräuchte ich eine Pause, was kann ich jetzt tun? Das bedeutet zum Beispiel Wasser trinken oder aufstehen und dich mal strecken. Morgens aufstehen. Die meisten springen aus dem Bett, wenn der Wecker klingelt. Also diesen Kaltstart wünscht man eigentlich niemandem. Warum gönnen wir uns nicht 3 Minuten im Bett liegen zu bleiben und uns irgendwie zu strecken oder einfach mal den Körper langsam wach werden zu lassen und ihm das zu gönnen, weil der Start in den Tag so wichtig ist. Mhm. Ja, und das sind so ganz viele Anleitungen im Buch und Hinweise, was du in deinem Alltag verändern kannst, um langfristig zufriedener zu werden. Und ich habe da bewusst auch nicht das Wort glücklich werden genommen, weil glücklich sein ist so random mittlerweile oder so, was bedeutet denn Glück? So ein bisschen ausgelutscht, aber dieses so, was bedeutet für mich persönlich Zufriedenheit? Das bedeutet für mich zum Beispiel, ganz viele kleine Pausen tagsüber einzulegen, weil ich dann abends einfach nicht ausgebrannt bin. Und damit habe ich einen Feierabend und starte morgen wieder fit. Ja. Und das lohnt sich. Mega schön auch, dass du das nochmal mit dem Glück und Zufriedenheit gesagt hast, weil ich spreche auch lieber über Zufriedenheit und Wohlbefinden als über Glück, weil ich mir auch mal denke, gut, im Deutschen ist es ja auch einfach das Gegenteil von Pech und es ist ja irgendwie was, zu dem ich nichts aktiv beitragen kann. Richtig. Also weil entweder ich habe halt, das ist so sprachlich so tief verankert, ich habe halt Glück gehabt oder ich habe Pech gehabt, aber es ist irgendwie sowas Übergeordnetes, was nicht in meinem Kontrollbereich liegt und wie zufrieden ich bin, wie wohl ich mich mit mir fühle, das liegt ja in meiner Kontrolle, in meinen Händen, wie zum Beispiel mit diesem sich morgens auch nochmal 3 Minuten gönnen, wie du gesagt hast, und sich zu strecken und langsam wach zu werden. Deshalb finde ich das sehr schön. Ein Buch kann man jetzt vorbestellen, ne? Nee, ist schon da. Es ist jetzt da. Oh, als ich letzte Woche geguckt habe, war noch, glaube ich, vorbestellen. Kann das sein? Nee. Oh, krass, okay. Das ist schon seit April auf dem Markt. Oh wow, okay. Ich habe irgendwo noch irgendeinen Link jetzt vorbestellen, wo halt noch stand jetzt vorbestellen. Aber gut, dann werde ich mal auf jeden Fall zuschlagen und mir dein Buch holen, weil ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Freue mich, das zu lesen und da einiges mitzunehmen und auch in meinen Alltag zu integrieren. Ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Shownotes, falls mir welche folgen wollen und sich auch dein Buch durchlesen möchten.
Ja, ich danke dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Die Zeit ist irgendwie vergangen wie im Flug. Ich hätte noch 1000 weitere Fragen, die ich dir stellen könnte. Und ich würde sagen, dass wir oder ich dir jetzt hier das letzte Wort gebe und du einfach mal noch einen Tipp mitgeben kannst, noch ein paar letzte Worte, ein Zitat, was auch immer dir jetzt gerade einfällt dazu. Okay, da stellst du mir jetzt eine Aufgabe. Also ich glaube, das größte Ziel von jedem könnte sein, erstmal liebevolleren Umgang mit sich selbst zu üben. Und das hat ganz viel mit Sensibilität zu tun. Das hat ganz viel mit Sensibilität und Bedürfnisse erkennen mit sich selber oder bei sich selber zu tun. Und bezüglich des Liebeskummers zu wissen, dass Gefühle was ganz, ganz, ganz Wertvolles sind und das Leben sehr, sehr bereichern und wir die Höhen und Tiefen mitnehmen dürfen und mitnehmen müssen, weil es ist, wie es ist und es ist okay. Ich glaube, das ist okay und wir sind okay, so wie wir sind und damit sind wir nachsichtig mit uns. Das macht uns zufriedener und liebevoller mit uns selbst und das wünsche ich allen. Super, super schön. Das sind wunderbare Abschlussworte. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ich danke dir ganz, ganz herzlich so für gerne. Deine Zeit, für deine Expertise und deine Tipps, die du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was noch ansteht. Eine super schöne Woche. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ja, bis ganz bald, Miriam. Ich denke, wir hören voneinander. Mit Sicherheit, bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.